Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. In diesem Raid bin ich auf Woods unterwegs. Eigentlich, um mal die Quest Worst Job in the World anzugehen, in der wir 30 Feinde jeder Art auf mindestens 100 Meter Entfernung mit der Waffenklasse des Typs AR-15, also M4 etc., erledigen sollen. Und wie wir Tarkov aber kennen, kam wieder alles anders als geplant. Und damit meine ich nicht, dass ich im Einschätzen von Entfernung einfach irre schlecht bin. Aber seht selbst, was in dem Raid so passiert ist. Glaubt mir, es lohnt sich. Das war's aber auch schon wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich probiere, glaube ich, am Anfang hier die Scavarinos da lassen sich immer ein bisschen feiern. Da habe ich hier meistens ein bisschen mehr Glück. Ist bestimmt erstmal gesperrt. 30 Minuten. Ja. Also ein Scap hören wir schon. Okay. Da aber auch noch ein Jusek. Ist irgendwo eine M4. Die M4 war straight vor uns. Die Schüsse vom M4 sind halt so kacke laut. Dass ich nicht genau sagen kann, wie nah der jetzt wirklich war. Den nieder.
Keine Ahnung, ob das jetzt alles immer 100 Meter sind. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich meine, dass hier die Scavs doch relativ früher kommen. Als vorne bei der, beim Village. So. The worst job in the world, oder welcher ist das? Oh, Samples, Colleagues, Chumming, Mentor, Insomnia, hä? Trip out, da. Oh, nicht einer! Nicht einer war über 100 Meter gerade. Nicht einer! Oh mein Gott. Lul. War das ein Scav-Player? Ich will ja eigentlich die 100 Meter Kills machen. Das Ding, gehe ich lieber nach hinten und force meine Quests ein bisschen oder will ich Lucky Lucky machen, ob ich den Dude noch bekomme, Leute? Für was seid ihr? Ich kann mich wieder nicht entscheiden. Bevor ich hier ewig hänge, entweder ich umlaufe den jetzt nochmal rechts rum und gucke, ob ich ihn irgendwie ins Sichtfeld bekomme oder ich verpiss mich nach hinten und sehe zu, dass ich noch ein paar Scabbies auf 100 Meter bekomme. Die Twitch-Front ist für kannst ja mal umlaufen und schauen und die YouTube-Front ist für nimm die Scab-Kills. Ihr seid gut, eine gute Hilfe. Ich versuche beides zu machen. Ich umlaufe und versuche mir auch gleichzeitig noch meine Scab-Kills zu holen. Vorne ist irgendwas los.
eben sind hier Granaten geflogen und hast du nicht gesehen? Also. Ja, danke dir, Blader. Sehr freundlich. Okay, hier können wir nichts sehen. Ich hab den in letzter Sekunde steppen hören. In letzter Sekunde. Ich glaube, das ist der, den ich am Anfang nicht gekriegt habe. Das müsste der gewesen sein. Ich habe aber das Gefühl, ich habe hier noch was gehört. Also, ja, das scheint der zu sein. Er hat meinen Tri-Zip auf, glaube ich. Mr. Moin. Ja, ist mein Tri-Zip. Alle meine da hinten gelootet. Aber das Ding ist, wo ist der ganze Loot von dem anderen hin? Hat er bestimmt versteckt. Seine eigene Waffe hat er auch nicht dabei, oder?
wir essen erstmal. So, ich würde sagen, dann gucken wir nochmal. Welche Muni spielst du? Gerade 85601. Für Scaps habe ich jetzt 85601 mitgenommen, dass ich jetzt natürlich wieder auf so viele Spieler treffe, hätte ich jetzt nicht gedacht. Warte mal, wo renne ich denn jetzt lang? Bin falsch, ne? Na lol. Jetzt weiß ich, warum er nicht mitgenommen hat. Lol. Okay. Okay. Bisschen überstürzt aufgebrochen, der Junge. Okay, wir haben Outskirts. Oder Bridge VX. Und VX wurde noch nicht genommen. Das heißt, ich kann mir auch einfach mal eben schnell vielleicht noch das Taxi klauen. Sieht so aus, als wäre hier schon so gut wie alles tot.
Ist Bridge BX jetzt genommen worden? Nö. Können wir also immer noch nehmen. Okay, dann machen wir das. Dazu rennen wir aber einmal weit rechts rum. Weil ich nicht weiß, ob noch jemand lootet da hinten. Achtundvierzig Sekunden. Bum. Ja. Sehr schön. Nichts für die Quest geschafft. Gar nichts. Aber der Raid war trotzdem erfolgreich. Aber eigentlich wollte ich Scavarinos haben über 100 Meter. 66, 65. Also ich habe eine ganz falsche Vorstellung für Entfernung. Meine Freunde, eine ganz falsche Entfernung.